Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Dungeon Crawler. So, wir machen ein bisschen die Musik leiser, das ist ja sehr gut. So, Spiel gibt's, wir machen normal. So, in Deutsch, in ja, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und so weit, Polnisch, Türkisch, Englisch, super. Ich glaube, ich muss das ganz leise machen. Maximiertes Fenster ist super. Ja, wir wenden das an. Wir gehen zurück. Wir starten hier blind hinein. Es ist ein üblicher Dungeon Crawler. Nein, sehr interessantes Spielkonzept. Ja, starten. So, Platz 3, Platz 2, Platz 1. Wir spielen mit Platz 1. Sir Bernalot. So, die Lebenspunkte sind um 10 erhöht. Ich starte was auch immer. Block verringert den Schaden von eingehenden Attacken. Okay. Scrappy. So, die zweite Klaue ist immer ein großer Magnet. Erhalte eine Stärke, wenn du mindestens 5 Metall. Okay. Wir nehmen Scrappy. Oder? Ach, der hat 5 Dolche, 10 Schilde. Und er hat 10 Dolche, 10 Schilde. Aber dafür hat er einen Magneten. Ja, aber ich spiele mal mit Sir Bernalot. So, starten. Wir starten. So, WASD, A-Taste und D-Taste. Okay, und Leertaste, um einen Vollzug vorzeitig zu beenden. Okay. Starten. Okay. Ebene 1 von 5. Ja. Aha. Okay, du bist am Zug. Okay, Schild, Block 5, 110 Hitpoints. Dieser Gegner hat die Absicht anzugreifen. Ja, das wollen wir gerne verhindern. So, wir greifen jetzt. Ja, jede Menge Schwerter. Und ein Schildchen. So, mit dem zweiten würde ich gerne, hoffentlich nicht auf dieses Schild, so, sondern möglichst viele Dolche. Cool. Ja, 15 Schild, super. Sehr schön. So, da brauchen wir noch 18. Fügt den Gegner 5 Schaden zu. Das kleine, das große ist 10 Schaden, oder? Doppelt so stark, wenn alleine eingesammelt, okay? Wie machen wir hier? So, wir haben ein Schild von 10. Machen wir mal hier. Sehr cool. Yeah. So, erster Gegner, was da war. Verwandelt Wasser. Haben wir Wasser gesehen bisher? Nein. Kreditkarte. Fügt dem nächsten Gegner einen Schaden zu, gibt 5 Münzen aus, um den Schaden permanent auf 2 zu erhöhen. Nein. Kriegshammer. So. Okay, da haben wir schon den Kriegshammer. Ja, ich brauche bei dem Spiel nicht wirklich viel erklären. Ich finde das extrem schön selbsterklärend. Ein wenig Casual Gaming. So. So, und das hier ist... Flaum wird verwendet, um deine Gegenstände zu polstern. Das ist ja interessant. Oh, die haben aber viel Damage. Probieren wir mal da rein. Langen. Nein, nicht das Schwert verlieren. Ui. Ja. Super. Gegnerischer Zug. Sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, wir schnappen uns hier, wo die meisten kleinen Schwertchen liegen. Ja. Super. Wunderbar. So, verwandelt einen Block mit Konvertierung von 4 zu 1 zu Stärke. Das ist interessant.
Sparschwein. Nein, pro Kampf. Nimm mal das Schild hier. Okay. Ah. Perk. Wir können einen Perk offenbar bekommen. Jeder Angriff. Oh, Nadelkissen. Wann immer du verletzt wirst, wird ein Gegenstand aus dem Deck in den Automaten geworfen. Ja, da wäre mir aber das mit dem Angriffen irgendwie lieber. Cool. So, das ist die Belohnung. Der Gegner? Ja, ich bin gespannt. Ui, was heißt das? Dieser Gegner hat die Absicht, seinen Block zu erhöhen. Okay. Und 33 Hitpoints. Gut. Vielleicht kriegen wir den Hammer. Vielleicht aber auch nicht. Doch. Was ist das? Fügt am Anfang jeder Runde einen Eigenschaden zu und reduziert dein Gift um. Oh ja. So. Dann nehmen wir die. Ein bisschen Block erhöht und ein bisschen Damage gemacht. Das ist gut. So. Durchschlag. So. Der hat jetzt 10 Block und 7 Angriff. Okay, was nehmen wir? Probieren wir das wieder mit dem Hammer, aber ich glaube, diesmal geht das nicht so gut, weil wir auch ein Schwert daneben haben. Oh, wir verlieren beides, oder? Nein, oh. Gut. So, jetzt könnten wir uns hier so ein bisschen dieses Stachelschild finde ich ganz gut. Normales Schild und Stachelschild. Sehr gut. Super. Stacheln finde ich fein. Ja. So, nehmen wir wieder den Hammer. Aber warum nicht? Also wenn man behalten dürfen. Hammer und Stachelschild. Was für eine schöne Kombi. So. Da fahren wir da einfach so rein. Jawohl. Bam. Yeah. So, was kriegen wir? Fügt dem Gegner 15 Schaden und entfernt dessen Gru. Entfernt alle Gifte, fügt dem nächsten Gegner 25, aber du verlierst 2 für jeden gleichzeitig eingesammelt. Okay. Nö, da ist die Streitaxt, glaube ich, besser. Bossmob! So, dann auf zum Bossmob. Wow! Okay. Was macht der gute Bossmob? Der hat vor, dieser Gegner hat die Absicht, sich selbst oder andere zu stärken. Okay, gut, stärk mal schön. 110 Hitpoints ist natürlich ganz schön. Viel. So, wir machen mal den. So, ja, warum nicht? Von der gleichen so rein. So, 3 Schilder dazu ist gar nicht so schlecht. So, gegnerischer Zug. Ui, mit Stacheln, das ist fies. Stacheln sind fies. So, kriegen wir ein Schwert? Kriegen wir das Dunkelschwert, das große? Okay, das kleine. Nö. Ach, lass uns bitte die Axt behalten. Ich danke. So, dann der Hammer oder fahren wir so richtig in die Schilde rein? Nö, wir nehmen den Hammer. Die Stacheln sind fies, die Art. Überaus. Und 10 Stacheln. Wow.
So, ich glaube, das war's. Und er macht ganz schön Damage nur durch seine Stacheln hier. So. Yay. Bam. Super. Erhöht die Anzahl von Pflaumen im Automaten. Ja, das brauchen wir im Moment noch nicht. Hat im Moment noch keine Auswirkung, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Erhöht die maximalen Lebenspunkte um 2 pro 10 Münzen in deinem Besitz. Wir haben 11 Münzen. Reduziert die Lebenspunkte aller Gegner um 25%. Yeah. So, meine Lieben, das war's aber für die heutige Folge. Ebene 1. Wir sehen uns wieder morgen. Bis dann. Tschüss.